Gut, nächste Kampfrunde. Die Basaltfäuste sind dran. Dahin. Salix Kugris. Ach so, warte mal. Was hast du gewürfelt, Diamantis? Eine 12? Würfel mal ein W20. MB20. Ja. 14. Okay. Notiert. Salix Kugris hebt seine Hände und schmeißt weitere Silbermünzen auf euch, die ihr dort steht. Gelten die als magische Waffen? Ja, würde ich sagen, ja, oder? Du hast ein Dämonenschild aufgespannt, ne? Ist ein Guardianum. Der wirkt auch Es sind gegen magische Angriffe. Festkörper. Ist ein Festkörper. Es ist halt kein Ignifaxius, ne? Dann ist es egal, dann kommen sie durch. Ja. Genau. Also ein Ignifaxius ist ja ein rein magischer Ja, Angriff und aber das ein sind. Flammenschwert kommt ja auch durch. Also wird auch aufgehalten. Also mir kann halt Wird ein sagen. Flammenschwert aufgehalten? Ja. Nein. Nein, Flammenschwert wird nicht aufgehalten durch Guardianum. Wäre mir Das auch neu. Flammenschwert wird wegen der elementaren Komponente nicht aufgehalten. Also wenn diese Münzen irgendwie dämonisch sind? Schaden von Waffen aus magischen Er macht Metallen, ja keinen physischen Schaden. Attacken von Dämonen, Er elementaren macht keinen Schaden Geistern. an euch. Okay. Aber auch dämonische Materie wird verdrängt. Also die Frage ist halt, Es ist sind keine diese. dämonische Münze. Gut, in dem Fall. Also es wird eher wie ein Fluch behandelt. Also ich würde das dementsprechend. Okay, dann, okay, werft. Hast du getroffen oder gar? Ich würde sagen, Ja, trifft er denn? das entscheidet der Lebensraum. Also er trifft. Und ihr verliert alle einen Schadenspunkt. Alle. Er ist immer getroffen. Verliere ich doppelt? Ja, du verlierst sogar doppelt. Es sind sogar vier. Vier, die ich Warte, bekomme. wann ist das Doppelte von 1,4 geworden? Also ich mache vier Schaden. Das ist Ach, wichtig. so Weil rum. ich vier Schaden mache, bekomme ich vier Lebenspunkte. So, ich dachte, mir hätte sich ja aus irgendeinem Grund gerade doppelt verdoppelt. Nee, nee, nee. Du bekommst 2 SP. Okay, dann, das war die Aktion von Salix Kugris. Die Khitmer Kabul haben sich durch die Silberschale gefressen, also nicht alles auf, aber sind zumindest wieder handlungsfähig. Und machen Sturmangriffe in euren Rücken, beziehungsweise in den Guardianum. Ja, wahrscheinlich treffen sie automatisch. Ich würfel trotzdem mal. Ja, trotzdem, also mit der 13, mit der 14, das werden sie schaffen. Und das sind 2 Stück, ne? Ne, oder sind es 3 Ratten? Müssten 3 Ratten sein. 2 sind, eins oben. Ne, Die andere ist nicht auf der oben, anderen die ist Seite. Die nur ist auf die auf der andere anderen Seite Seite. geschubst. Also die darf auch. Die wird dann lieber klettern. Dann zieh den einen, den letzten W6er ziehst du ab. Was machen die? 2, 5? Plus 4. Sind 6 und Also, sind 9. nee, plus 4 plus ihre halbe GS. Ja, sind halt 2 Schildpunkte. Und die andere versucht zu klettern nach oben. Kann ja den Guardianum jetzt als Sprungtritt benutzen und das tut sie und er steht dann hinter Diamantis. Ist also oben. Und das war eine gute Probe, da würde ich tatsächlich sogar noch einen Angriff in den Rücken machen. Und Angriff in den Rücken ist eine minus 5. Das ist getroffen, sind 1W6, 1W6 plus 4. Und sagen auf der 10 TP. Du sagst es, als wäre es wenig. Naja, er hat ja eine Rüstung an. Ja, aber jetzt nicht die beste. Ah, sehr gut. Es ist zumindest ein bisschen befriedigender. Tut weh. Magier Abelmir ist dran. Ich möchte vorziehen. Ich möchte mit der ersten Aktion meine Waffe wegstecken. Mal wieder. Die zweite möchte ich mit Abelmir koordinieren, dass ich mich mit dem Rücken hier an diese Säule lehne und ihm räuberleitermäßig darauf Sehr helfe. gut. Oder wenn er jetzt noch was machen will, helfe ich halt erst Vexarius. Ja, Vexarius begleitet Abelmir. Klettern minus 3. Für mich? Okay. Ich Also hätte eh jetzt du musst nicht klettern, Ich aber wollte ich wollte eh jetzt hochklettern, hat bloß Feuer zu, deswegen du frage kriegst eine ich. Klettern minus Ja, 3. deswegen, ich, da wollte ich also ansagen, dass ich jetzt warte mit dir koordinieren, um dir zu helfen. Also rauf da. Das ist leider gelungen. Dann Und stehst du ich oben. würde doch die Hand runterhalten, um ihn hochzuziehen. Ja, was passiert Also. dann? Was passiert dann nächste Runde erst? Ja, oder so, ja. Das wäre dann auch für dich eine Klettern minus 3. Vexarius ist auch oben, tritt sich genauso nach oben und dann. Ist das auch der Grund, warum diese Aktion nichts mehr passiert? Aber mir ist fertig. 22 Raphim. Ja, wir laufen. Zulamin hinterher. Volle Kanne. Jalen ist fertig. 23 Boltax. Ja, ich laufe. Diamantis.
Ja, die hier, wird die nicht runtergedrängt, wenn Abel mir jetzt hochkommt? Die wird in den Gang reingedrängt. Auf deine Vorderseite. So viel Glück hast du dann doch nicht. Sie steht halt genau unter dir, zwischen deinen Beinen. Okay, also wäre eine Position hierhin. Wäre das in Kombination mit einem Angriff möglich? Wenn ich die jetzt also mit einem raufen Angriff einmal wegtreten möchte, um mich hier... Du hast eine Aktion Position und dann kannst du zutreten. Okay, dann machen wir es so. Vor allem, weil sie in deinem Rücken steht, das ist eine Aktion Position. Haben wir eigentlich unseren Münzenwerfer bemerkt? Ja, mittlerweile schon. Okay. So, ich mach da mal eine ihrer Wuchtansage rein. Siehst du, ich habe vergessen, einen auf der 16 abzuhandeln. Weil der Dukatenwert ist auf der 0 war. 15 hast du? Ja, 15 dB. Das sind 15 Schaden. Okay, dann trittst du die Ratte wieder so ein bisschen weg von dir. Reicht. Ihr könnt erkennen, wie, das ist das, was auf der 16 passiert wäre, wie jemand die Treppe nach unten geht und im Gang auftaucht. Und zwar könnt ihr sehen, wie ein weiterer Dukatengardist auftaucht und in seiner Hand hat er jemanden, den ihr kennt. Sulamin. Gefesselt. Und mit einem Knebel im Mund. Oh shit. Das ist das, was auf der 16 passierte. Verzeihung. 22 Rafim hatte schon, Diamantis hatte auch schon, Sulamin. 36. Nee, 39. Ja, ich hab's korrigiert, weil ich durch den Säbel noch ein bisschen schneller bin. Ja, ist okay. Gut. Dann weiterlaufen. Mhm, Treppe nach oben und kannst dann hier wieder rauskommen. Okay, also ich brauche 11 Meter bis zum Treppenhaus, ja, dann eben nach oben. Dann schießt du hier. Passt. Ja, gut. Die Tür ist geöffnet, du kannst sehen, wie die Basaltfaust wohl nicht geflohen ist, aber dann eben taktischen Rückzug angetreten hat, um weiter dann Verständigung anzutreten. Und der Raum ist wohl nicht leer, sondern in dem Raum befinden sich zwei Kämpfer, die dort gerade miteinander trainiert haben. Und du erkennst den einen zumindest auf alle Fälle sofort, Lucan Queseda, der blinde Schwertmeister. Unglücklich. Das ist die nächste Kampfrunde, 16. Der Dukatengardist brüllt einmal laut. Waffen fallen lassen oder ich schneide dir die Kehle auf. Das war meine Aktion. Die Basaltfaust läuft weiter. Wenn er sagt, er möchte rennen, könnte ich ihn erreichen, bevor er rennt? Und er kann mich dann nicht mehr angreifen, weil er gesagt hat, er möchte rennen? Also er macht eine Aktionposition und zwar zwei Stück, weil er das weiter kommunizieren will. Du brauchst zu ihm aktuell 20 Schritt. Okay, und könnte nicht mehr angreifen, also es bringt nichts. Sturmangriff drin. Du könntest Sturm. Nee, hab ich nicht. Nee, ich lasse es. Na gut, dann zieh ich einfach mal vor und der verabschiedet sich dann in diese Richtung. Das war die Basaltfaust. Salix Kugris schmeißt weitere Münzen. Das sieht sehr gut aus. Ihr bekommt 2 Schadenspunkte und Yalan bekommt 4 Schadenspunkte. Mhm. Sind 2 und 2 sind 4 und nochmal 4 sind 12. Sehr gut. Lebensraub funktioniert. das war Salix Kugras. Kidma Kabul. Ich möchte dann doch vorziehen. Schade. Und mich von Abel mir erstmal raufhelfen lassen. Wir waren ja sowieso im Fluss da. Ja, klettern. Sonst stehst du alleine gegen Kidma Kabul. Ach, das wäre auch nicht so wild. Ja, aber die machen doppelt Schaden an dir. True. Okay. Ich bin auf jeden Fall oben. Ja. Siehe zu, Lamin. Und warte noch, aber ich kann in die nächste Aktion. Ich habe noch eine Weile. Ja. Oder bin ich schon dran? Ich ziehe die da hin und ich gebe Abel mir mal wieder Schildpunkte weniger. Und nur 2 Stück. Jeweils plus 4 sind 2 Schildpunkte, die du verlierst. Wie viel hast du noch? Das wird 8 sein. Okay. Also, bald ist er weg. Dann zauberst du 9. 10 schon. Wie resigniert der Mann? Nee, 8 hast recht. Schildstärke 8. Rafim ist dran mit Laufen. Ja, laufen, ne? Muss ich erst nach da laufen? Nee, da raus, passt und dann kommst du beim Treppenhaus wieder raus. Warte, wie weit bin ich schon gelaufen? Ja, stell dich einfach dahin, dann kommst du nächste Aktion hoch. Und Boltax kann auch laufen. Ja.
Dann, Diamantis. Trägt Abel mir seine Balestrina? Ja, mein Holster an der rechten Fußbein, meine ich. Ja, würdest du mit zugestehen, Abel mir das Balestrina in einer Aktion schnell zu ziehen? Klar. Ich würde Fingerfertigkeit anbieten. Ja, das ist aber eine Ableitung. Taschendiebstahl oder eine abgeleitete Fingerfertigkeit, also ich sag mal eine FF plus 5, weil ihr euch kennt. Sonst wäre es eine plus 7. Das ist der Freund- und Familienrabatt. Das ist wirklich so. Wir müssen eine bessere Beziehung aufbauen, damit so ein Scheiß. Du musst Taschendiebstahl steigern. Der hätte dann einen Lehrmeister. Ich, es ist ich. Oh, nö! Ja, du greifst und. Du hast ein Chip, oder? Hast du einen Schicksalspunkt? Glück ist das jetzt, ja. Ich habe auch ein Glück. Und das würde ich einsetzen. Mit einer 12 ist das plus 5. Plus 5, ist es nicht gelungen. Ist nicht gelungen. Nein. Aber immerhin geht sie jetzt nicht in deiner Tasche los. Ja, das ist. Sie ist eh nicht geladen. Ich habe sie auch nicht gesagt. Sie ist nicht geladen. Das weiß er gar nicht. Das keiner von uns. Wer läuft denn mit einer nicht geladenen Balestrina rum? Okay, das war 24. Dann Zulami. Ich möchte. Also, ich habe noch meine zweite Aktion, die ich durchführen möchte. Ja. Jetzt wollte ich gerade sowieso hin. Ich möchte einfach die Hände so leicht seitlich erheben und ganz langsam, also in normaler Einaktion, Geschwindigkeit auf ihn zugehen. Also ganz langsam und nicht bedrohlich, irgendwie zu Diamantis noch flüstern, tut was. Und dann, hey, das stimmt, die auch gerade gesessen, dann sagen, kein Grund, irgendwelche raschen Entscheidungen zu treffen. Ich bin mir sicher, wir können jetzt einmal über einen kommen und dann langsam auf ihn zugehen. Überreden plus 10. Plus 10, kein Problem. Warum euch überreden auf 10? Lass mich kurz in meinen Charakterbogen schauen. Könnte jetzt noch peinlich werden, denn ich habe nicht die Aktion, um mal. Er hat gesagt, sofort die Waffen fallen lassen und du gehst erstmal. Ich hab keine Waffe in der Hand. Aber du gehst auf ihn zu. Das ist auch nicht das, was er wollte. Das ist richtig. Überreden habe ich nur nicht 10. Zum Glück habe ich einen Chip. Den ich aber nicht brauche. Reicht. Dann warte ich, glaube ich, hatte noch 2 Meter so. Gut, er schneidet dir noch nicht sofort die Kehle durch, aber schauen wir uns mal. Wie gesagt, ich sagte ihm, ich bin mir sicher, wir können hier zu einer Einigung kommen. Sudamin. Aktion, Bewegung. Genau, ich bewege mich hier vor, benutze keine freien Aktionen, sondern halte an in, naja, so kurz vor Reichweite vor dem Schwertmeister und benutze die freien Aktionen dafür, um mich vorzustellen. Ulamin al-Shabra, wollt ihr mich aufhalten, Meister Keseda? Lukan Keseda, aber das wisst ihr. Sie, hier kommt keiner durch. Und dann wendet er sich von dem Agenten der Hand Borons ab. Und du siehst, dass er an seinen Händen 2 Nachtwinde führt. Der Kampf beginnt. Gut, nächste Kampfrunde. Ich hab da gar nichts gemacht, oder? Du hast noch gar nichts gemacht? Er hat noch nichts gemacht. Er hat mir geholfen, nur hochzuziehen. Ich nehme mal, das kostet eine Aktion. Stimmt, du hast recht, Verzeihung. Ab. Ich würde ja einen Zwang verkürzen oder Markan invoken. Ja, weil mir kommt es komisch, weil ich Sulami gerade vor einer knappen Minute verlassen habe, wie gefühlt. Das ist wohl richtig scheiße und gelaufen im Boron-Tempel. Ich würde trotzdem einen Odemar Kanne dürfen. Ja. Zwar vor kurzem gesagt, plus 5 ist dann. Plus 5 mit der 20 reicht aber, ne? Das ist ein 6 Punkte eigentlich noch. Entfernung? Mehr als ZFW-Schritt. Also ich habe einen ZFW von 16, 15. Reicht ja. Das reicht gerade so bis ans Ende des Ganges, glaube ich. Ja, Zulamin ist nicht magisch. Sie ist so echt, es ist keine Illusion. Es ist keine Illusion und es ist kein Dämon. Okay. Dann nächste Kampfrunde. Du Gartengardist. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich möchte ein Wurfmesser schnell ziehen und so Ablenkung nach ihm werfen und mich gleichzeitig auf ihn stürzen. Wie hält er seine Waffe? Er ist auf der 16. Er hält seinen Dolch direkt an die Kehle. Riskant. Sagen wir direkt in die Kehle. Einerseits ist es riskant, andererseits flexibel. Also, ich spreche jetzt einfach mal. Okay. Stehen bleiben oder sie stirbt. Letzte Warnung. Dann bleib ich stehen. Was zahlt Salix euch? Ich bin mir sicher, ich kann das für euch verdoppeln. Ja, okay. Steht das mal so mal. Ich klimper auch, oder ich hol schon mal mit einer Hand meinen ziemlich fetten Geldsack vom Gürtel. Gut. Ich nehme ihn wirklich in die Hand, denn ich werf den gleich nach ihm. Das ist gut, das lasse ich auch zu, das ist, finde ich cool.
Dukatengard ist das fertig. Mit Sprechen, die Basaltfaust läuft er weiter. Er ist ja nicht mehr in der Reichweite von... Weißt du was? Ja, er geht weiter. Und zwar genau zu diesem Punkt. Und ruft dann wieder auf Rabensprache. Beziehungsweise, ob es ein Ruf ist, ob es... Es ist einfach dieses grazile Gebärdensprache, die man sogar spüren kann. Und bleibt dann stehen, kommuniziert er wohl. Also ist Rabensprache jetzt eine Gebärdensprache oder hat sie eine verbale Komponente? Eigentlich ist Rabensprache nur die Geheimsprache der Bohren und Novizen auf dem Rabenfelsen. Das da ist eigentlich keine Gebärdenkomponente drin. Das weiß ich nicht. Aber schst. Okay, ja, ist nur fürs Protokoll wichtig. Ja. Ja, dann würde ich einfach sagen, ihr könnt euch weiter bewegen. Genau, nur fürs Protokoll auch, weil ich es vorhin vergessen habe. Ich habe ja die Wirkung aufgestuft, dementsprechend sind die nicht um 13 erschwert, sondern um 18. Wow. Lob sei Liturgien, die man treten kann. Ja. Auch wenn es dumm ist. Okay, wir laufen weiter. Ich komme genau bis zur Treppe. Ja, bis zur Treppe und Rafim kann dann oben auftauchen und nochmal die Hälfte machen. Ja, gerne, gerne. Das waren dann haben wir jetzt schon mal die Bewegung durch. So, der Dukatengard ist das fertig. Die Basaltfaust ist fertig. Salix Gugel schmeißt weiter Münzen. Kann er auf mich noch schmeißen? Ich glaube, ich bin zu weit im Gang. Okay, dann bist nicht auf dich. Aber er kann sich natürlich bewegen, um bessere Sichtwelt zu kriegen. Dann bekommt ihr minus 3. Müsst ihr eigentlich nur werfen? Irgendwie? Keine Ahnung. Das ist, er schmeißt. Das ist halt der Lebensraub. Das ist, glaube ich, in der Ding schon, also in der Talentprobe schon eingebaut. Also, der Lebensraub an sich ist eine gestohlene Eigenschaft eines Dämon, die als Aura funktioniert. Und alle, die sich in dieser Aura befinden und abgehandelt wird das über Salix Kugris, weil er kein Dämon ist, sondern nur, dass es eine geraubte Eigenschaft ist, als Münzwurf. Die Münze musste ich also nicht wirklich treffen, das ist mehr Symbol. War die wie viel? Genau, sie ist symbolhaft, weil er ist halt das Fahrrad der Paktierer. 3 SP für euch und er bekommt 6 LEP dazu, weil er jeweils 2x 3 SP verursacht hat. Gut, dann geht mal Kabul. Die sind unten und knabbern am Schild. Beziehungsweise, nee, die klettern hier hin und stellen sich vor Salix. So, dann haben wir die Kidma Kabul Abelmir. Jana zieht da nicht vor, ich würde die auf Janas Aktion abwarten. Ich hab schon gemacht, ich hab mir den gebrochen. Schon vergessen. Dann ich warte dann. Gut, das war's. Die Aktion. Rafim, hat er sich schon bewegt? Jalan? Ich hatte doch schon, sind wir jetzt noch eine Runde weiter. Du hast gesprochen. Du hast dein Münzsäckchen in der Hand und kannst zielen. Genau. Würde ich als Ziel, also auch wenn du nicht richtig zielst, aber ich würde es als Zielen zulassen. Okay. 23 Poltax hat er sich schon bewegt, 24 Diamantis. Ja, ich habe versucht, Abelmirs Waffe zu nehmen, habe die Schnelle aber nicht aufbekommen und auf die Schnelle, da uns Jalan jetzt Zeit verschafft, ziehe ich meine eigene Ballistrina und fange an, diese zu laden. Wow. Wie lange dauert das? 3 Aktionen. Ja, standardmäßig wie Aktionen für ihn 3, weil er Dings hat. Dann Zulamin genau. Gegen Lucan Queseda. Ich muss gerade mal gucken, hatte ich für Lucan schon eine Initiative? Nein, hatte ich noch nicht. Dann schaue ich, hier ist er. 21. Warum auch immer er einen 9 würfelt, das ist eigentlich ein W6. Moment. Er ist halt so. Achso, weil ich habe auf Ausweichen gewürfelt. Nein, das ist nicht Ausweichen, das ist Initiative 21 plus 4. Also, naja, ich habe auf den falschen Wert gewürfelt. Sind hat immer 25. Immer noch weniger als Zulamin. Entsetzlich. Größe, ich mache den Token mal größer, dann ist er auf der 25. Du hast das Gefühl, er kann dich zwar nicht sehen, er ist blind, er hat eine Augenbinde, aber er kann dich sehr wohl spüren und vor allem riechen. Zweimal parieren, einmal angreifen. Und ich fange einfach mit dem Angriff an. Du kannst natürlich auch vorziehen, aber ich hau dir jetzt mal an Amiras Nachtwirt um die Ohren. Ja, ich pariere. Das gelingt ihm natürlich. Lass mich kurz gucken. Meine Parade ist um... 2 erleichtert. 3 erleichtert. Warum um 3? 2. Deine Waffen sind magisch oder geweiht? Geweiht. Geweiht.
Das ist eine gelungene Parade. Da war keine Finte drin, weil er erstmal nur antestet. Dann bist du dran. Er will nur noch zweimal parieren. Gut, dann ist es jetzt wohl an mir anzutesten. Dann... Er kann es sich nicht anders überlegen, oder? Er hat gesagt, er pariert zweimal. Er kann frei umwandeln. Okay, gut. Wenn du nicht triffst, dann kann er frei umwandeln. Ja, ich denke es mir. Ich versuche eine Sechser-Finte. Dann versuche ich es mit einem Entwaffnen aus der Parade. Mhm. Das ist gelungen. Und du hattest gefintet, ne? Dann habe ich das nicht geschafft. Würdest du mir kurz erklären, wie das mit dem Entwaffnen aus der Parade funktioniert? Ich würfel ein Entwaffnen, beziehungsweise meisterliches Entwaffnen. Das ist eine Abwehraktion plus 4 in diesem Fall, weil er gewaffenmeistert hat. Ah, okay. Und wenn ich das schaffe, dann kannst du eine Körperkraftprobe versuchen und wenn sie dir nicht gelingt, dann ist deine Waffe weg. Okay, verstehe. Und also das merkst, wird für ihn schwieriger durch meine Finte. Genau, korrekt. Also die Finte wurde auch aufgeschlagen. Wie jede Parade halt. Genau. Alles klar, das heißt, es ist sehr dumm, ihn ohne Finte anzugreifen. Du kannst zumindest erstmal treffen. Sind schon mal 11 TP minus seine Rüstung. Er ist halt nicht schwer gerüstet, zumindest nicht so wie die Basaltfaust, aber du machst einen großen Kratzer auf seiner ledernen Rüstung. Okay. Ich habe einen Fehler gemacht, und zwar, das wäre die BHK-2-Aktion gewesen. Das heißt, ich hätte nur eine 4er-Ansage machen dürfen. Ich mache jetzt die 4er-Ansage, okay? Ja, ist okay, weil er hatte sowieso die Parade nicht gelungen. Er macht jetzt keine Entwaffnen mehr, zumindest nur eine ganz normale Parade. Ja, das ist auch gelungen. Hat seine Schwernis abgebaut. Und das war deine Kampfrunde. Nächste Kampfrunde, 16, der du Karten gibst. Ich möchte... Warte. Ich habe mir mal ein Angebot in den Raum gestellt. Ich möchte zumindest abschätzen, wie er jetzt darauf reagiert. So viel kannst du nicht bezahlen. Und er schüttelt Zulamin etwas. Dann sage ich, nun, tilt doch einmal nach. Und werfe das Geld nach. Zulamin weint. Und werfe das Geld nach ihm. Und gleichzeitig stürze ich mich auf ihn. Okay, erstmal Fernkampf. Basis. Fernkampf. Darf ich das auf Wurfmesser abblenden? Du kriegst einen halben Wurfmesser dazu und eine Aktion gezielt. Eine Aktion zielen ist ein Punkt, wenn ich mich nicht täusche. Er benutzt Zulamin als Schild. Wurfdolche habe ich. Ich muss in meinen Talentbogen schauen. Hier. Also, du kannst da auch eine Finte reinlegen, ne? Solltest du vielleicht auch tun, weil, wie gesagt, er benutzt Zulamin als Schild. Ja, gib mir eine Sekunde, um meinen Wurfmesser-Talentwert herauszufinden. Hier, der ist 14. Ich kriege so eine Hälfte, das sind 7. Das geht auf meinen Basiswert von 8 drauf. 7 plus 8 sind 15. Plus 1 sind 16. Ich würde gerne überhaupt treffen. Also, sag nur. Zulamin kriege ich jetzt voll den schweren Geldsack an den Kopf. Nein, ich möchte nicht nur so werfen, dass die Münzen ihm wirklich überschütten. Ja, ist ja okay, er benutzt Zulamin trotzdem als Schild. Ja, klar. Weiß ihn weiter. Das ist okay, soll ihn ja auch nur ablenken. Sie merkt gerade an Menschenkenntnis oder habt ihr Zulamin schon mal einsehen? Ich glaube ja. Das ist eine berechtigte Probe. So viel Zeit habe ich nicht. Es ist du und da. Ich würfel erstmal. So. Also habe ich nicht getroffen, deswegen schippe ich den. Warte, ich habe schon. Habe ich schon was geschippt? Nee, heute noch nicht. Okay. Deswegen schippe ich das Ding. So. Damit würde ich ihn zumindest treffen. Ja, ich versuche es in Parade mit Zulamin. 3. Pariert. Und du haust dir gleich den Geldsack voll an den Kopf und der entleert sich dann über ihrer Kleidung. Und in der Hoffnung, dass es Ablenkung genug war, wie gesagt, stürze ich mich gleichzeitig auf ihn, irgendwie raufen, ringen, versuche die Waffe von Zudamins Hals wegzubekommen, notfalls greife ich da auch rein, mir ist das egal. Wie hoch ist deine Initiative? Da ich meine Waffe nicht gezogen habe, 22. Okay, dann mache ich jetzt den Murchelangriff gegen Zudamin. Fertig geworden. Aber lenkt ihn das nicht ab? 19, doch, es lenkt ihn ab. Ja. Der Tod geht trotzdem auf dich, wenn sie stirbt. Er lenkt es ab, zieht kurz aus den Säbel wieder irgendwie nur über die Wange oder so, nicht über die Kehle und ein lauter Spritzer spritzt Blut, was dann irgendwie so ein bisschen durch den Gang geht. Du hast kurz das Gefühl, fuck, jetzt ist die Kehle durchgeschnitten, aber es ist halt nur ein großer Schnitt über die Wange mit dem Säbel.
Und dann kannst du dich auf ihn stürzen. Ja, kann aber wie gesagt, ich renne einfach nur rein, ich dränge mich wieder dazwischen. Ich denke nicht, dass es da Manöver für gibt. Ich mache einfach mal eine. Raufen plus 5. Ich mache einfach mal eine Raufenattacke und dann sehen wir, wo ich hinkomme. Ja. Das wäre zumindest gelungen. Ja, knapp. Gut, dann kannst du Zulami in den Gang stoßen. Die fällt 2 Schritte hin und liegt dann da am Boden. Oh, weiter gefesselt und geknebelt. Das war die 16, du hattest vorgezogen. Basaltfonds. Hatte kommuniziert und 2 weitere kommen noch mitgelaufen. Gut. Salex Kugris schmeißt wieder Münzen. Das ist gelungen. Ihr bekommt 4 Schadenspunkte. 4 SP und 8 LDP für ihn. Abelmir. Ich würde jetzt meinen Säbel wiederziehen und meinen Stab auf den Boden tocken und einen Stabzauber auslösen. Und zwar den Attributo, den ich damals in der Arena eingesprochen hatte. Ja, Körperkraft? Genau. Eine Probe auf Ritualkenntnis plus 4. Falscher Wert. Ist gelungen. Wie gesagt, meine Körperkraft steigt dadurch um 17 Punkte jetzt. Um 17? Und, ja. Das war damals ein Crit. Jetzt auf 31 dann. Ja, deine Rüstungsteile reißen. Mhm. Das Einzige, was dir noch in Fetzen von deinem Körper hängt, ist die Reste deiner Uniform, die so ein bisschen als Lendenschutz gerade dienen. Das war's? Ja, ich hatte Säbel gezogen und diesen Schatten, also wahrscheinlich beide jeweils eine Aktion aus. Dann kannst du die neu berechneten Attributsproben, abgeleiteten Werte dann dazu berechnen. Ich hatte schon vorher ausgerechnet, das sind 4 Punkte für Attacke, Parade, Basis. Okay, Rafim. Ja, ich gehe einfach an den. Ja, okay. Ja, der Schwertmeister hat aber gerade andere Probleme. Mhm. Und ich überlasse den Zulamin. Die tanzen gerade so ein bisschen um die Säule herum. Und du siehst vor dir 3 Basaltfäuste. Ja, das ist meins. Hallo, Freunde. Das sehen Voltags wir uns wieder. Kann auftauchen. Ja, und die Hälfte noch gehen. Genau, machen wir die Hälfte noch. Wir ziehen hier aber auf die 9. Passt. Alles klar. Diamantas. Ja, ich mache 2 freie Aktionen Schritt. Mit der ersten Aktion dieser Kampfrunde habe ich meine Ballestrina geladen. Mir dann die eine Aktion noch, um auf dem Dämon anzuvisieren. Anfang nächster Kampfrunde schießen. Auf welchen Dämon? Der hier. Achso, der lebt ja noch, stimmt. Der lebt noch. Ah, richtig, genau. Dann kann ich jetzt auch mal nach dir noch beißen. Nicht in meiner Initiative. Ja, dann hätte er ihn ausweichen können. Stimmt schon. Achso, diese Kampfrunde hätte ich ihn noch gegen den Schild beißen lassen. Ja, genau, wegen dem Gradianum habe ich das, habe ich jetzt auch nicht mehr ausgewürfelt, das war mir zu blöd. Dann hat er jetzt einmal kurz gebissen und nächste Kampfrunde kann er dich angreifen, weil du nicht mehr drin bist. Genau. Okay, dann Lucan Kiseda und Zulamin. Ich mache wieder einen Angriff und 2 Paraden.